Hallo und willkommen hier wieder zu den Yu-Gi-Oh! News. Und zwar wurde bestätigt, dass eine Legendary Collection Kyber Box kommen wird. Mit neuen Booster Packs, glaube ich, von Kyber. Mit ein paar Reprints von ihm. Und, glaube ich, 5 neuen Karten. Aber lesen wir da mal selber einfach durch. Auf jeden Fall, die Legendary Collection ist ja schon ziemlich lange her, dass sowas zuletzt rauskam. Und zwar immer nur die Legendary Decks eigentlich draußen. Aber die Legendary Collection ist schon was Feines. Gut, schauen wir mal weiter. Ja, also es wird ein Dollar ungefähr 30 Ding sein. Vielleicht dann in Euro 25 oder sowas. Oder vielleicht werden wir es auch von 30 Euro verkaufen. Auf jeden Fall, was drinnen ist, hier 3 Legendary Collection Kyber Mega Packs. Und diese enthalten, also ein Megapack enthaltet 4 Secret Rares und 6 Ultra Rares. Also insgesamt dann 10 Foil Cards, also Karten, die glitzern, sag ich mal. Und ja, 3 davon, also 30 Karten per Box. Und 5 Karten sind 5 neue Karten, die darauf basieren, wie, also von Kaibas berühmten Monster, wie zum Beispiel Herr der Drachen. Und es ist auch in diesen 5 neuen Karten ist auch ein neues Fusionsmonster, welches man mit der Kralle von Kritias beschwören kann. Also auch nicht so schlecht. Ich bin schon gespannt, was es sein kann. Also es ist wahrscheinlich mit einer Fallenkarte dann in Abhängigkeit, aber nur mit welcher ist jetzt die Frage. Und ja, natürlich auch wieder so eine Game, also eine Spielmatte oder sowas. Also die letzten waren sie immer so eine aus Karton eigentlich. Also keine gummimattierte, sondern nur als Karton. Und aber waren immer schön und immer Spiel eigentlich. Man kann es sehr gut benutzen. Ja, ich bin sehr gespannt. Endlich mal eine Legendary Collection von Kyber. Aber natürlich bin ich auch gespannt, ob vielleicht Nebencharaktere wie Marek oder irgend sowas vielleicht auch mal so eine Legendary Collection bekommt oder in ein Legendary Decks reinkommt. Das wäre natürlich auch sehr, sehr interessant. So, Nebencharakteren Box. Aber warten wir mal, bis das da auf uns zukommt. Das ist nächstes Jahr in März, den 9. Oder, nein, März, ich kann nicht mehr Englisch. Okay, März, der 9., also bei uns wahrscheinlich auch so circa in den Zeitraum. Und ja, das ist sicher ein hübsches, kleines Ding, was man natürlich als Sammler und als Spieler benötigen kann und brauchen kann und einfach anschauen will und haben will. Also ich will das haben. Gut, dann bis zum nächsten Mal.